Guten Abend miteinander, Burri Hanspeter. Ich bin vom Flughafen Zürich, weil wenn du hier gelandet bist, dann bist du noch lange noch nicht daheim. Und darum eben heutiges Thema, die Menüführung des SBB Billettautomaten, beziehungsweise wie löse ich ein Billett von A nach B mit Haupttaxe unter Berücksichtigung der Konjunkturstruktur und mit Umsteigen, aber ja so, dass sie nicht hässig werden oder gar am Ende noch in das Abrahamsamme reichen zu. Also ruhig durchschnaufen, überlegen, woher komme ich, woher will ich und wer bin ich. Und dann ganz langsam auf das Gerät zuschreiten. Das ist jetzt noch im Juju-Zustand, oder? Einfach mal mir nicht, dir nicht aufdrücken. Sie wollen eben wissen, ah, das ist ein menschlicher Finger und nicht irgendein Fleuge, der dich aufschießt. Wobei, wenn du das Geschmier anschaust, der Unterschied ist also nicht gross. Dann eben Abfahrtsort wählen, sagen wir mal, Flughafen Zürich. Weil theoretisch könnte hier am Flughafen noch ein Billett von Ostermundigen auf Könitz lösen, oder? Keine Verwandten dort. Nein, woher will ich? Sagen wir mal Münzingen. Also Münzingen, oder? Also mit Schweizerdeutschen kennen Sie den Kekspass. Dann fragt er mich schon, ja, über Zürich und Bern. Er muss nicht über die Sentis, oder? Sagst du, also gut, wir haben über Zürich, anders geht ja nicht. Dann sagt er, Mama, ging die schon, aber im Moment fährt aber gerade kein Direkten, oder? Ja, fragst du, läufst. Ich möchte einfach, hey! Dann ist das Gliedgang noch nicht fertig. Du musst noch wählen, ja, nein, wie viele Personen das dann mitfahren und wer alles ein Haupttaxi hat, oder? Am liebsten für alle, die hier am Arsch da sind, oder? Ja, lass mich zu mir heim, mach ein Spaghetti! Wenn du jetzt hier eine bestimmte Tastenkombination drückst, also zum Beispiel Haupttaxi und Veloverlad, dann kommt dann ein Kaffee-Creme raus. Du musst aber selber das Tastchen mitnehmen. Wenn an diesem SBB-Automat gleichzeitig Seitenzuschlag und erste Klasse drückst, oder? Ja. Dann gibt es zu Hause eine Stellwerkstörung. Ich habe nichts gemacht.